Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Leider habe ich die letzte Smackdown-Ausgabe schon nicht mehr auf dem Plan, ich habe aus Versehen schon weitergemacht. Aber nicht so schlimm, falls ihr wissen wollt, was bei der letzten Ausgabe von Smackdown passiert ist, dann einfach den letzten Part anschauen, da hatten wir ein episches Battle zwischen Kane und dem Undertaker. So, gehen wir mal rein in die Matches und schauen uns das Line-Up für heute an. British Bulldog gegen Bret Hart. Oh, ein schönes Match, um das Ganze zu beginnen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. So ein Attitude Era Match ist das, ja. Oh, und hier haben wir wieder Primo gegen Xardas. Das hatten wir bei der letzten Rose War Ausgabe schon. Da hat Xardas gewonnen. Diesmal mischt aber der Road Dog noch mit in diesem Triple Threat Match. Bin ich mal gespannt. Oh, das Main Event ist heute mal wieder an Nummer 3 oder beziehungsweise an Stelle 3. Zack Ryder gegen John Cena, diesmal in einem normalen One-on-One-Match, also es wird diesmal kein Leiter-Hin-und-Her-Match wie letztes Mal. Die Fehde baut sich aus, meine Damen und Herren. Was haben wir denn noch? Oh, ein Hauptherausforderer-Match. Ja, stimmt, es ist nur noch eine Woche bis zum nächsten Pay-Per-View, bis zu Capital Punishment. Also noch einmal Raw is War, noch einmal ECW und noch einmal SmackDown und dann sind wir beim nächsten Pay-Per-View. Sin Cara gegen Epico, ein Hauptherausforderer-Match für den United States Championship. Das heißt, der Gewinner von diesem Match hier wird gegen Santino Marella antreten am Capital Punishment. Verlieren, aber immerhin hat man da mal eine Chance auf den USA Championship. Sin Cara hatte den ja bereits zweimal, schon zweimal war er der Number One Contender auf den USA-Dingens. Zweimal verloren gegen Santino Marella. Sind wir mal gespannt, ob der gewinnen wird gegen Epico. Oh, Match Nummer 5. Oh, das hatten wir doch letztes Mal schon. Stone Cold Steve Austin gegen Shawn Michaels in einem Extreme Rules Match. Das könnte witzig werden. Naja, fangen wir vorne an. British Bulldog gegen Bret Hart. Ich tippe auf den Hitman. Der gewinnt auch. Bret Hitman Hart gewinnt gegen den British Bulldog. In diesem Triple Threat Match halte ich mal meinem selbst erstellten Charakter bei. Ich tippe auf Xardas. Jawohl, ja, Xardas zeigt, dass er einfach nur drauf hat. Und gewinnt hier in diesem Triple Threat Match gegen Road Dogg und Primo. Aber auch kein Wunder, denn Primo hat er sowieso schon abgezogen beim letzten Mal. Und Road Dogg, der hat ja so eine Phase, ist ja irgendwie schlecht wie scheiße. So, jetzt kommen wir zum Main Event. Zack Ryder gegen John Cena. Also, schauen wir da nochmal rein. Ich werde selbstverständlich wieder niemanden spielen, sondern den Computer mal entscheiden lassen. Bin mal gespannt, wer hier heute siegt. Beim letzten Mal hatte Zack Ryder ja eigentlich das Match klar in der Hand und John Cena extrem geschwächt. Dann kam aber irgendwann Attitude Adjustment und ja, Cena hat doch gewonnen. Diesmal allerdings alles ohne Waffen wie beim letzten Mal. Sind wir mal gespannt, wer gewinnen wird. Der Woo 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 oder You Can See Me. Wir werden sehen. Wir werden's sehen. You know it. This is a champion versus champion match set for one fall. Making his way to the ring from Long Island, New York. Weighing in at 214 pounds, one half of the WWE Tag Team Champions, Zack Ryder. Are you serious, bro? Jawohl, da ist er. Unser Internet-Champion und eine Hälfte der WWE Tag Team Champions zusammen mit Santino Marella. Ja, komm, nehmen wir es einmal, schon mal schon so oft gesehen. Den brauchen wir uns nicht nochmal zu geben. Aber er ist unser WWE-Champion, der gute John Cena. Schauen wir mal, wer gewinnen wird. Ryder hier erstmal mit dem allerersten Angriff und noch ein weiterer Kick gegen John Cena. Bin ich mal gespannt. Eigentlich so von den Werten her, von der Klasse her, müsste John Cena dieses Match ja gewinnen. Aber wir haben ja beim letzten Mal gesehen, Zack Ryder hat auch einiges drauf.
so ganz sicher, dass John Cena hier gewinnt, können wir also nicht sein, auch wenn er beim letzten Mal trotz allem, was er da einstecken musste, gewonnen hat. So ganz sicher kann man sich hier nicht sein. Gerade weil Zack Ryder eben gezeigt hat, dass er gewinnen könnte. Und wir haben ja auch den guten alten Santino Marella, seinen Tag-Team-Partner, und der zeigt ja immer wieder, dass jemand, der nicht unbedingt allzu gut ist, alles gewinnen kann. Jo, und da schmeißt Zack Ryder Cena auch erstmal volle Suppe mit der Schulter gegen den Ringpfosten. Das tut natürlich schmerzhaft weh, auch wenn ich mir, wenn man sich Cena mal so anschaut, sollte ihm das eigentlich gar nichts ausmachen. Eben sein Körper ist wahrscheinlich noch härter als dieser Ringpfosten. Aber Zack Ryder, der Lutes Press von John Cena. Volle Suppe auf den Kopf von Zack Ryder. Controlling the Head. Das ist auch ein bisschen, ja, immer diese Kommentatoren, ist ja nicht nur bei WWE, sondern auch bei FIFA oder sonst was, immer die gleichen Sprüche. Also Controlling the Head habe ich ungefähr schon 500 Millionen Mal gehört. Obwohl ich ja nie zuhöre. Was für eine Aktion hier von Zack Ryder. Das war ein geiler Angriff, ein geiler Move. So, into the headlock. Das hat man so oft, ey. Und jetzt schön aufs Bein von John Cena. Ob das der richtige Weg ist? Er greift hier eigentlich alles an und haut ihn jetzt hier um. Mit einem Clothesline. Jetzt packt er sich mal den Arm, aber das gleiche kann John Cena natürlich auch. Nee, der will was anderes machen. Er hat ihn jetzt auch im Headlock. Der geht hier auf den Arm von Zack Ryder. Oh, stimmt eigentlich, hat er recht. Der Michael Cole, alter Falter, da schmeißt Zack Ryder Cena aus dem Ring raus und jetzt kickt er ihn wirklich raus hier mit diesem Sprungangriff. Ja, und da müssen sie aufpassen. Die sind natürlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen gewohnt vom letzten Match, dass sie draußen rumturnen dürfen, wie sie wollen. Aber sie müssen wieder rein, sonst werden sie ausgezählt. Beziehungsweise in diesem Fall ist nur noch Cena, denn Zack Ryder ist ja bereits wieder im Ring drin. Aber genau dort geht auch Cena wieder hin. Aber ja, Zack Ryder geht wieder raus. So kennen wir das ja auch aus dem letzten Match. Der eine geht rein, der andere kommt raus. Und das geht dann 100 Jahre lang so weiter. John Cena bearbeitet weiterhin hier den Arm von Zack Ryder. Der ist jetzt aber mal wieder dran und schmeißt John Cena da in den Ring rein und wird bestimmt auch noch einen Move zeigen. Genau, schön mal den Ellenbogen in die Fresse rammen. So ist das richtig. Immer mitten in die Fresse rein, wie die Ärzte immer so schön sagen, um die mal zu zitieren. Na, warum sollte man auch? Ich höre gerade so ein bisschen auch Michael Cole mal zu. Mir aufgefallen ist, dass ich ja, also gerade eben ist mir aufgefallen, dass ich wirklich nie zuhöre, was sie so sagen. Wollte mir irgendwie noch ein bisschen den Kommentar so geben, was die so sagen. Na, das ist wirklich nicht gut, ne. Das sagt er gar nicht. What a painful kick! Ja, ich glaube, so schmerzhaft war der gar nicht. Wow, 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 swinging Neckbreaker von Zack Ryder. Und jetzt ein Neckdrop direkt hinterher. Der geht hier stark auf den Kopf von John Cena. Vielleicht bereitet er hier seinen Finisher vor, um dann den Kopf von John Cena letztendlich komplett zu zertrümmern. Are you serious, bro? Und John Cena, der geht weiterhin ja immer wieder auf den Arm von Zack Ryder. Auch Wahnsinn. Was will er denn damit erreichen? Zack. Wieso 2009 Superstar of the Year? John Cena war doch 2009, 2010 und 2012 Superstar des Jahres. Okay, 2012 geht hier natürlich nicht. Das war er noch nicht, aber 2010... Das ist auch cool. John Cena 2009, 2010 Superstar des Jahres. Dann 2011 war es CM Punk und jetzt wieder John Cena. Dieses Jahr 2012, obwohl John Cena ja dieses Jahr alles verkackt hat. Bei WrestleMania verloren gegen The Rock. Gut, er hat gegen Brock Lesnar gewonnen bei Extreme Rules, aber ansonsten hat der allererste, der den Money in the Bank Koffer einlöst und verliert. Also der Einzige, der mit dem Money in the Bank Koffer nicht Champion werden konnte. Und ansonsten eigentlich wirklich alles verschissen. Hat ja auch noch eine Chance wieder auf den WWE Championship. Da hat er auch nicht geschafft. Bei, wo war das? Survivor Series? Oder war es? Ja, war Survivor Series, glaube ich. So, jetzt John Cena hier im Vorteil. Gegen Ryder.
Die Frage ist, schafft John Cena es wieder hier ein Attitude Adjustment zu bringen? Aber jetzt erstmal ein schöner Suplex hier von Zack Ryder. Jetzt höre ich mal wieder ein bisschen den Kommentatoren zu, was die so sagen. Naja, so schlimm war der Whip jetzt auch nicht. Ja, irgendwie witzig sind die Kommentare ja schon. Jetzt hat er schon wieder von Headlock geredet. Oh ne, kommt jetzt. Ne, kommt nicht, oder? Ne, ich dachte auch schon. Aber ich dachte, Zack Ryder würde jetzt John Cena durch die Barrikade hauen. Das hatten wir ja zuletzt. Match im Match war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt geht Zack Ryder schnell wieder rein in den Ring und direkt wieder raus. So, und Cena geht jetzt schnell rein. Oder wieder raus. Natürlich, wow, da schmeißt Zack Ryder John Cena über die Stahltreppe. Was natürlich erlaubt ist, nur die Stahltreppe an sich dürfen sie jetzt nicht mehr einsetzen. Jawohl, und jetzt kommt der Finisher. Von, oder ich glaube zumindest, dass der Finisher ist, sorry, ich weiß nicht so genau. Aber John Cena macht einen Scheißdreck aus. Ich glaube, es war wohl eher der Signature-Move von Zack Ryder. Und damit ist der Count auch wieder vorbei. Weil sobald ja ein Typ wieder reingeht in den Ring, zählt der Ringrichter ja wieder neu. Wenn ich das richtig, doch, ist so. Wohoho, was für ein Schlag. Aber John Cena kontert jetzt, kommt jetzt ein Suplex, das wäre natürlich awesome. Jawohl. Oh, nee, doch nicht. Oder? Doch. Ein Suplex vom obersten Ringseil gegen Zack Ryder. Ah, John Cena ist so ein übler Kasten, wie der aussieht, als wäre der viereckig. Übel. So, wir werden jetzt noch über die andere Stahltreppe schmeißen. Das wäre auch geil. Ah, fast. Vielleicht wollte er sogar, aber es ist ihm nicht ganz gelungen. Oh, eine Kopfnuss. Ja, das zwingt John Cena hier zu Boden. Boah, der torkelt auch schon schwer darum. Aber kann jetzt hier kontern. Schnappt sich Zack weiter und verpasst dem einen Headbutt. So muss das aussehen. Und der wird jetzt wohl auch darum torkeln. Ja, den geht's beiden relativ gleich. Ja, so ein Move schmerzt natürlich draußen mehr als im Ring. Auch wenn draußen immer noch Matten aufliegen, außerhalb des Ringes. So, jetzt ist erstmal Zack Ryder dran mit einem erneuten Suplex gegen John Cena. Was kommt jetzt? Ah, ich dachte jetzt kam irgendein Finisher oder sonst was, aber nein. Da kam nur ein Leg Drop. So, jetzt Cena wieder dran hier mit dem Headlock und wieder einem Angriff gegen den Arm von Ryder. Das scheint ihm Spaß zu machen, dem Cena hier den Arm von Zack Ryder zu bearbeiten. Warum auch immer. Warum auch immer. So, jetzt schmeißt Zack Ryder Cena erstmal in die Ringecke und haut da volle Suppe rauf auf den Kopf. Und da merkt man schon, ja, Cena hat Probleme mit dem Kopf. Aber ja, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Attitude Adjustment von John Cena gegen Zack Ryder. Und jetzt kommt hier auch nochmal ein Comeback oder was? Nee, kein Comeback, aber wahrscheinlich der Pin, der Coverversuch gegen Zack Ryder. War es das? 1, 2, 3, jawohl. John Cena gewinnt hier erneut gegen Zack Ryder, nachdem er seinen Finisher, den Attitude Adjustment, zeigen konnte. Wahnsinn. Starke Leistung von John Cena, gewinnt damit zum zweiten Mal, genau hiermit, mit diesem Move. Attitude Adjustment gegen Zack Ryder. Danach zeigt er nochmal an hier, you can see me. Und dann der finale Pin und der Sieg für den WWE Champion, für John Cena. Da bin ich mal gespannt, ob die Fehde noch weitergeht. Weil Cena dominiert ja hier. Hat ja Zack Ryder zweimal komplett platt gemacht. Naja, wir werden sehen. Das war's jetzt auf jeden Fall erstmal wieder mit Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei ECW mit weiteren... Achso, Moment, nee, so weit sind wir noch gar nicht. Das verwirrt, wenn's Main Event erst an Stelle 3 ist. Nee, beim nächsten Mal schauen wir uns das Hauptherausforderer-Match an. Sin Cara
gegen Epico. Und das werde ich auch zeigen. Also nicht nur simulieren, sondern auch wirklich zeigen. Spielen werde ich niemanden, aber werde es auf jeden Fall zeigen. So, meine Damen und Herren, das war's jetzt aber wirklich. Bis dann, bleibt dran und tschüss.